ist wieder der Lotir-Fighter, Zahnlückenkampf. Diesmal auf Ruinberg mit dem Cruiser 4. Unser Team ist deutlich überlegen, muss man klar sagen. Von daher geht es eigentlich von Anfang an nur darum, möglichst viel Schaden zu machen. Ich habe einen schnellen Panzer, deshalb fahre ich hier direkt rum und versuche auf die andere Seite der Hauptstraße zu kommen, weil ich von da aus recht gut den Gegner bearbeiten kann. Und zwar genau hier an der Ecke. Da drüben steht schon der Kollege, den erwische ich hier leider nicht mehr, aber da kommen jetzt bestimmt andere und fahren hier mal vorbei. Zum Beispiel die Arti. Da habe ich gepennt, den zweiten hätte ich kriegen können. Oh, der kommt noch vor die Flinte. Ich hätte jetzt mal aufladen können. Zweimal daneben. Auch nicht schlecht. Und hinter mir taucht schon der Gegner auf. Deshalb muss ich sehen, dass ich hier schnell um die Ecke herumkomme. Der Cruiser 4 stört mich ein bisschen. Aber jetzt könnte ich mal langsam vorfahren. Zumal es hinten ein wenig unangenehm wird. Ja. Und auf geht's. Ja. Da vorne ist so eine Art Hauseinfahrt. Da stehe ich ziemlich sicher und habe hier Gelegenheit, mich neu zu orientieren. Und ich sehe, der T26 ist praktisch allein. Den kaufe ich mir jetzt. Kann man ruhig ein paar Mal daneben schießen, kein Problem. Mehr scheint aber nicht zu sein, das macht nichts. Deshalb, ich fahre trotzdem vor, vielleicht steht da ja noch eine Art hier da unten. Die scheinen jetzt die Hauptstraße lang zu kommen, Richtung Westen. Wie gesagt, ich schaue jetzt erstmal nach der Art und hoffe, dass ich da was Leckeres hier reinpfeifen kann. Keiner da, also falle ich jetzt dem Gegner in den Rücken, indem ich hier die Ringstraße nach Norden fahre und ja, das ist der Vorteil von so einem schönen, schnellen Panzer, man kann von einem Schauplatz zum nächsten relativ zügig kommen. Ja, der SDRV kam mir jetzt leider noch davon, aber er merkt mich ja anscheinend gar nicht. Was haben wir da noch? Der AMX. Und hinterher. Das ist jetzt wie Katz und Maus, Hase und Igel. Wir fahren praktisch im Kreis gegen den Uhrzeigersinn und irgendwie habe ich das Glück oder Pech, dass die ständig vor mir wegfahren. Bleib doch mal stehen. Und ist nur noch recht zügig dabei. Und der T56 ist eigentlich reif. Und weiter, 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 schnell, schnell, schnell. Keine Pause. Bleiben noch zwei übrig. Der M2 kriegt jetzt seinen Fett ab. Die Kanone ist natürlich relativ ungenau, aber durch die Streuung erwischt man meistens irgendwas. Und jetzt geht es nur noch um die Arti. Die wird sicher im Bereich von J89 sich befinden. Da ist er auch, etwas weiter südlich. Aber die kommen mir noch entgegen, das ist echt nett. Gut. Ich hoffe, ich habe euch zeigen können, wie man so einen schnellen Panzer recht erfolgreich fährt. Bis zum nächsten Mal. Euer Zahnlückenpimpf.